Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, heute wollten wir Höhlentour machen. Ja, jetzt kam was dazwischen. Aber nur eine Kleinigkeit. So, die will ich auf jeden Fall aber trotzdem noch machen. Und Höhlentour ist zwar eine coole Sache, aber es ist 3 Uhr nachmittags. Ich würde das gerne in der Früh angehen, die Höhlentour. So, wir waren vorher gerade dabei beim Anzeichnen. So. Wow, nein! Oh! Oh! Was für Glück! Nochmal. Nein! Vielleicht sollte man das eine einfach fertig bauen. Einmal noch. Das letzte Mal. Okay, so, wir bauen das eine fertig. Wir brauchen dafür 3 Scheite, 4 Brettchen. So. Super. 1, 2, 3, 4. Ja. So. Auf zu irgendeinem Baum, irgendeinem. Kleinen halt. So, 1, 2, gehört uns. Yeah. So, bevor wir aber zurücklaufen, das Zwiebel. Geht für Süppchen, geht für alles. So, und so ähnlich wie es hier ist, wird es da drüben auch. Kann nicht sein, dass wir da nicht raufkommen. Super. So, also hier rundherum, da gibt es auch Balustrade dann und Fischlicht und so weiter. So. Und wenn wir schon darüber sprechen, hier geht es dann noch einen Stock rauf. Ja, es wird zwar eng, aber gehört sich so. Aber das wird dann eher ein kleines Spitzel, nicht so groß wie hier oben. Ein kleines Spitzel. So, und damit man das hier alles parallel... Da geht doch einer. Ach komm. Ja, bräuchte ich Bündelgegenstände. So, Stock 2-mal und Pflanzenfasern 5. So, 2-mal Stock, da liegt einer. Wir nehmen uns den hier. So, ja, gleich. Ah, schön. So, Stock. Pflanzenfasern 5 kann ich mir schon vorstellen. Das geht leicht. Einfach nur in den Baum fällen. Haben wir was dabei? Nö. So, da ist ja ein kleiner. Oh, schön im Schatten. So. Yeah. 1, 2. So, und den. So. 2 Stücke. 1, 2 und 5 Pflanzenfasern herstehen. Bam. Yeah, aufs Knie. Und schon geht's weiter. Ah, schön. Super. Was wollten wir jetzt? Ach ja, darauf. So. Also, wir sind jetzt hier. Das heißt, wir brauchen hier auch eine Treppe platzierbar. Oder wir machen hier eine zweite Treppe. Einmal in die Richtung. Moment, die bräuchten wir aber tatsächlich in die Richtung. Okay, wir reißen das da ab. Nein, du hast es gerade erst gebaut, gestern. Okay. So, und bauen hier Wände mit Tür. 4 Bretter, 3 Holzscheite. So, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4. So, besser. Yeah. So, und da kommt Treppe. Einmal er hier. Ich glaube, so ist es gut. Ne, so ist es nicht gut. So, wenn wir das nämlich hier herstellen, pass auf, wir schauen mal drüben, wo wir da die Trapper. Da haben wir die Trapper am Anfang von dem Eck und hier haben wir die Trapper am Anfang von dem Eck. Also passt doch auch hier so. Hirse. So, Decke. Da. Ja. Ja. Ja, gerne. Ja, gerne. So. Dann brauchen wir die Teile hier. So, und da drüben auch noch. So, jetzt auf der Seite hier. So und so. Alles kreuz und quer durcheinander, das gibt's ja nicht. Das stimmt ja so gar nicht. So, weg damit. Weg damit. Och, ich... Ja. Naja. So. So, ein paar Stöckchen, ein paar Ziegel. Was mit den Ziegeln ist eine Sache. Haben wir noch den Verbesserungshammer in der Tasche? Ich denke ja. Dann würde ich nämlich gleich gerne das hier auch fertig machen. So. Yeah. So, und hier oben dann noch zu. So soll es sein. So soll es sein. So, Ziegel, Ziegel. Das Biomüll. Gehen wir weg. Auch wenn wir gerade da sind. Nö, ist einfach heftig. So, wir brauchen 4x Sand. So, 1, 2, 3, 4. Und 4x Sand. Nö. 1, 2, 3, 4. Genau. Wegen mehr Beton. Beton, Beton. So. Wir nähern uns übrigens einem Zeitpunkt, da muss ich im Vorhinein ein paar Folgen aufnehmen. Ich glaube, ich habe schon erwähnt. Super. Nehmen wir noch mehr Beton mit. Ich habe das Gefühl, wir sollten jetzt auch betonieren. Ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht sollten wir auch gleich betonieren. So. Ohne Speer. Wir gehen da mal rüber. Wir fangen da an. Nämlich hier. Und hier. Und hier. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ist aber okay. Kann man mal machen. Der Fehlbeton. So, nicht Fehlbeton, Fehlbeton. So. Machen wir noch viel Beton. Boah, ist okay. So. Wahnsinn, oder? So, noch mehr Beton. Jetzt laufen wir da gleich rüber. So, hier ist fertig. Der kleine Beton hier, Betonbalkon. Der Beton. Hier. Super.
Schade. So. Dann haben wir rüber, rüber, rüber. Und einen Schluck trinken. So. Haben wir noch mehr Beton? Ja, in der Tasche hätten wir noch mehr. Könnten wir jetzt. Okay, da haben wir ja fertig. Jetzt gehen wir da rüber. Da bin ich der Meinung. Da müssen wir nicht unbedingt so. Oh, fertig. Ja, vielleicht kriegen wir noch mehr hin mit Beton. Aber da könnten wir auch hier noch mehr Beton und so weiter. Also. So. Hm, geht sich alles aus. Komm, wir machen das. Einfach so. Weil es geht. Wow. So. Haben wir da drüben noch Beton? So, Beton fertig. So, ein Stückchen. Dankeschön. So, die Rinde kommt da rein. Was haben wir da eigentlich noch liegen? Oh, Erze. So, da kommen dann auch noch rundlaufend ein paar Regale her. So, für Überhangslager, Lägerchen. Vielleicht könnte man da sogar was einpflanzen. Weil es egal ist. Dass da irgendwas sitzt. Setzen wir das ein, was wir einfach in der Tasche haben. Super. Das stört mich jetzt. Kann ich bitte einmal Beton haben? Oh ja. So. Ja, das stört mich wirklich, dieses eine Eck, dieses unfertige eine Eck. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Dann machen wir hier gleich weiter. Na, 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 na. Wunderbar. So. Herrlich. So, dieses eine unfertige Eck. Wenn wir jetzt ergänzen. Ergänzen. Yeah, danke. Ray. Ja, hätten wir jetzt eine Armbrust? Oder zumindest Pfeil und Bogen. Oder zumindest Pfeil und Bogen. Das Richtige erwischen. So. Und jetzt? Das finde ich nie wieder. Und jetzt weht uns ein Wambi an. Das wär's. Sind wir eigentlich in der richtigen Richtung unterwegs? Ja. Ich würde es gern irgendwo auf eine Schräge legen, damit wir es auch sehen können. Und wir schleppen das einfach vor. Ein Ray! Ein Ray! Wie cool. Alles ganz cool.
ganz schwarze Flecken. Oh nein, das ist die Sonneneinstrahlung, okay. So, da vorne würde ich es zum Lehmbrocken legen. Und da müssen wir einfach nur einen Lehmbrocken suchen. Geradeaus raus. Auch von hier sehen wir sogar das Glashaus drauf. Super. So, Lehm, Lehmbrocken. Ablegen beim Lehmbrocken jetzt. Ja. Zwiebeln nehmen wir gleich mit, damit wir es radern kochen. So, geradeaus raus bis zum Lehmbrocken. Steinpfeil 200 Meter, super. So, geradeaus raus. Oh. Jetzt holen wir noch als Abenteuer den Steinpfeil zurück. Wie weit ist der bitte? 2000? Ja, aber nicht wirklich. Nö. Man muss nicht alles. Nö. 2000 Meter. Ich bin ganz schockiert. Steinpfeil, 2000 Meter. Ja, aber wenn die Markierung nicht weggeht. Okay, wir werden sehen. Wir werden es sehen. 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 Das arme Ray. Oh, die Markierung, die macht mich nervös. So, Steinpfeil. Oh, das macht mich wirklich nervös. Okay, wir nehmen uns Fleisch, ich muss den Steinpfeil holen. Oder warten wir bis auf die nächste Folge? Besser wäre das. Definitiv. Oh, ich kann doch jetzt nicht nur wegen des Steinpfeils... Gut. Ja, fängt hier gut an. Ausdauer ist weg. Yeah. Oh, da vorne ist Gorke. So. Ja, man muss sich das irgendwie so auf der Suche nach dem magischen Steinpfeil. Ja, man muss sich schön reden. So. Samen kommen daher. Und wir haben natürlich Beton dabei, falls wir irgendwo wen sehen, dessen Füße und so weiter. Ne? Ein Wemby oder so. Och, nervig. Und was passiert, wenn das so extrem weit... Oh, sag mal, wie spät ist eigentlich? Oh ja, 8 am Abend, super. So ein Zehntel des Weges haben wir zurückgelegt, nämlich jetzt. So, und ich schau mal. Der steckt da drüben in irgendeinem Berg. Okay. Aber wir haben Beton dabei. Da kann man gar nicht schief gehen. Ich bin sicher, würden wir einloggen, ausloggen, wäre die Markierung weg. Bin ganz sicher. Warum suchst du das dann? Ja. Über manche Dinge kann man nicht hinweg. Zum Beispiel den eigenen Schatten. Es ist sehr schwierig. Aber es geht. Komm, 1700, das schaffen wir. Wo ist er? Gut. Er ist wirklich weg. Schade. Jetzt waren wir gerade so schön unterwegs mit dem Wägelchen. In der Annahme, wir finden irgendein Tierchen,
dass man dann mit dem Wägelchen, naja, per Anhalter sozusagen, der hat uns jetzt fast verlaufen. Ist das ein Huhn? Das ist ein Huhn. Wir sind aber ganz schön weit gekommen. Ganz schön weit. So. Yeah, ein Ei. Noch ein Ei. Da freue ich mich, die werden wir nämlich in den Kühlschrank legen. Immerhin, hat sich ausgezahlt. Wir haben Eier. Oh, Moment. Wollten wir nicht irgendwas kochen? Einen Kuchen oder irgendwas, bei dem es Eier benötigt hätte? Ich glaube nämlich schon. Gar nicht schlecht, wir haben Eier. Eier. Ja, Fakt ist halt, wir haben zu wenig Kühlschränke. Aber sonst? Oh, wie weit wir da alles abgebaut haben. Aber der Holzfällerkönig unterwegs. Moment. So, schade, ich hätte das Array gerne mitgenommen. Das zweite. So, weg mit den Eiern. Was für ein Weg für zwei Eier. Kartoffel. So, super. Rauf zum Kühlschrank. Platz da, wir haben zwei Eier. So, der Waschbär ist auch unterwegs. Fisch. Würde ich mal sagen. Das. Nein, das bleibt drin. Moment, wir müssen uns näher hinstellen oder hier schauen. Ja, das geht auch gut. So. So. Da haben wir mal Ei. Und Ei. Und das Hühnerfleisch könnte man auch. Ah, das kann man nicht trocknen. Okay. Habe ich noch nie probiert. So, dann mal er. Mit ihm. Und da legen wir jetzt das Hühnerfleisch. Oh, das sind aber große Hühnerfleischstückchen. Stückchen. Ja, sehr gut. So, jetzt laufen wir da mal nach drüben. Schön. So, ein bisschen was kann man da auch noch einsetzen. Kartoffel. Hier, jetzt wollen wir wieder Samen haben. So. Und so, super. So, die Federn gehen wir da in die Tierbox. Wird er später wieder aufgeteilt. So, was für ein nicer Ausflug. Mal was anderes, oder? Ist mal was anderes. So, das können wir da rein tun. Super, jetzt waren wir noch immer nicht in der Höhle. Ja, wir werden das schon noch machen. So, wenn ich dabei jetzt auflauf. So. Gut. Hilft ja nichts. Ja, von da ging's. Drüben haben uns die Füße gebrochen. Wie schade. So. Ja, sehr gut. Da habe ich mir überlegt, ob wir die zwei hier aus Glas machen, dass man von oben dann so richtig runterschaut. Aber das kann man dann später auch noch machen. Das können wir später auch noch machen. So. Ja, die Geschichte vom Ray. So, meine Lieben, das war's auch schon für die heutige Folge. Sorry, morgen werden wir uns bemühen, also morgen in-game, morgen, dass wir in die Höhle gehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.